Ist er jetzt eine Wache oder? Ich glaube ja nicht. Achtung, Bürger von Danro. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lords. Hier spricht der Lord. Dass ich schon bald mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Das sieht mich doch da. Ich bin mal gespannt, ob die Achtung, mir was machen. Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie zwei Tage lang in Quarantäne bleiben. Jemand Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in den überschwemmten Bezirk. Okay, das Ganze ist so. Also oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, wirklich alles. Ich meine, so einen Topf könnte man doch. Okay, verrückte Frau. So, irgendwo hier ist doch was. Ich glaube, meine Frau und ich werden das hier überstehen. Die Seuche muss irgendwann wieder verschwinden. Hier ist eine Rune. Moment, ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen. Halt, ist was verkehrt. Das muss ich eigentlich nochmal tun. Runen? Nein, Officer Campbell von, neutralisieren. Nutze die Bottle Street Gasse, um die Lichtmeer zu umgehen. Okay, finde schone Hauptbahn Cornwall. Oh, stimmt, sprich mit der Lumpen. Gräfin, Moment. Wenn Sie jemanden kennen, der seine Leute noch bezahlt, bin ich Ihr Mann. Das ist die Lumpengräfin. Ich glaube, das hier ist die. Das darf die Gasse sein. Glaube ich zumindest. Was? Ah, das ist nur Essen. Ja, ich bin ja leicht. Wo denn? Nee, nee. Ich bin auf der Bottle Street noch. Oh, you cannot kill the red plague. Aber man kann sie kontrollieren. Wir gehen doch einfach mal zu dieser verrückten alten Dame hier hin. Besten mit Betäubungsfallen. Hallöchen. Das ist nur was zu essen. Was passiert, wenn man da runter geht? Das ist ja der Tod als sonst was. Sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Genau, wenn man das ist, du hörst nie zu. Schlimm. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, wirklich alles. Madame? Das heißt die Klumpengräfin. Guten Tag. Nicht ganz. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hoffe ich mal. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Soll ich? Kümmere dich um die Verehre. Okay. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig.
What the hell liegt hier schon wieder rum? Neue Rune. Eine von 7? Hä? Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Wirklich? Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Oho. Was wirst du tun, frage ich mich. Das weiß ich selbst auch noch nicht, denn ich raff bisher so einiges hier noch nicht ganz. Kräfte, was haben wir denn? 3 Runen haben wir derzeit. Das kann man alles nachher machen. Betäubungsbolzen. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Okay. Mach auf, Groß. Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind, nicht taub. Wir wollen die Wäsche abholen. Zuerst mal nehmen wir eine Urne. Essen. Glas, nee. Betäubungsbolzen. Die haben wir gerade noch voll. Was ist mit da jetzt hier? Soll aber kein Problem sein. Wir gehen einfach. Wir sind ja oben vorbeigekommen und das gleiche können wir jetzt auch nochmal machen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. So, schauen wir doch mal. Aufmachen! Hey, wir werden deinen erbärmlichen Arsch finden! Gleich schlitze ich dich! Ja, ja, so viel dazu. Abschlitzen hier. Mich und abschlitzen. Selber gern. Halt, hier müssen wir. Die waren immer schon links. Das war jetzt relativ leicht. So, genau, im Moment zuerst mal. Nicht, dass du uns dann rausschmeißt. Die beiden Sachen hier. Und sonst. Verdammt! Ich wollte. Oh. Jetzt sehr gut, das habe ich offiziell an Pfeil verbraucht. Die waren immer schon links. Nie ja. Hörst du ich habe was getan für dich. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Siehst du mal. Tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Oho. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Hä? Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Okay. Oben soll was auf der Kommode liegen. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Ja, eine Rune. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Gott, das damit. Ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Hast du mich erschreckt? Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Oho. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine Rune? Noch eine hübsche Rune. Aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Perfekt, wollte ich schon immer haben. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani, was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Ich verstehe. Kümmere dich darum, lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher.
Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Die hat es ja auch nicht ganz alle. Außer sie spielt natürlich mit uns. Das kann natürlich auch sein. Aufgaben. Optionale Sachen hier. Klemmeboulevard war. Okay. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Ja, Lady, könnten Sie mich mal hier vorbeilassen, Dankeschön. Würde ich gerade sagen, verschwindet es gar nicht mehr. Das ist nichts Schönes. Wirklich alles. So, dann schauen wir, was haben wir denn hier alles. Die tragen wir mal. Die kommt, die schmeißen wir hier rein. Wäre nicht schlimm, wenn jemand finden würde hier draußen. Lalala. Ja, aufeinander stapeln hier. Turnus-Fight dürften ja locker 5 Jahre halten. Besonders direkt in die Großhirnrinde. Wenn das keinen Effekt hat, dann weiß ich auch nicht. Ja, okay. Das ist so ein Boulevard oder dergleichen. Habe ich eine Karte zufällig? Ja, oh Gott, die ganzen Bücher. Scheint nicht so zu sein. Na gut, dann. Hidden Street. Baller Street. Untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. So willst du wirklich nicht mit uns reden. Die Bottle Street verlangt nun mal ihren Teil. Also greif in die Taschen, rück das Geld raus. Genau, die Untersuchungsgebühr. Kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Meine Herren? Hey. Was ist hier los? Bring mich nicht, dir das wegzunehmen. Was ist hier los? Hier schon weiter, kleiner Mann. Kann ich dem was klauen? Schade. Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Guten Tag, hallo? Sir? Wie kann ich dem, hä? Wie kann ich den bedrohen? Hey. Muss ich die Beine jetzt ausschalten etwa? Zuerst mal zu meinem Klo. Beziehungsweise wo. Naja. Dann werden wir mal einen kleinen Umweg nehmen. Aber kann ich hier. Natürlich kann ich hier hoch, warum auch nicht? Steckt mich hier rüber oder. Hier rüber. Ja. Okay, okay. Mehr Glück als Verstand wie immer. Hört auf hier rumzurotzen, Schweine. Okay. Das führt zu relativ nichts. Verschwinde oder ich schneide dir die Kehle durch. Warte mal, ich komm. Da komme ich ja nicht hoch. Ach, warte mal. Ich bin ja ein Depp. Kann ich teleportieren? Welches Kinder. Uppa. Et voilà. Und schon bin ich drin. Mein Gott, daran hätte ich auch früher denken können. Mutters Tagebuch. Welcher die Stadtwache kommt und geht, klopft an Türen und fragt nach Spuren zu suchen nach der Seuche. Tage Eintrag 17, 18. 19. Eintrag. Auch ich habe jetzt das Fieber, die Wache mal. Einen großen Bogen um mich. Neue. Oh. Ja, dem geht's nicht mehr so ganz gut. Oh, da oben war ich gar nicht. Ich denn.
Oh, darüber kann ich dann. Moment erstmal. Erzählungen eines Wildfangs Band 1. Haben wir das schon. Haben wir den. Und hier komme ich effektiv gerade nirgends mehr hin, außer ich kann hier rüber einsteigen. Das ist natürlich auch was. Eine Wache. Kiewicz. Ah! Ja, okay, soll ich jetzt eigentlich nicht weitermachen? Hm, da muss ich. Kommt da wer? Ist einfach nur aus. Okay, also hier kommen wir rüber zu dem Haus. Da wird wahrscheinlich der Arzt drin sein. Aber ich möchte doch eher schauen, ob wir hier irgendwo rein können. Beziehungsweise. Wir werden da hinten erstmal weitermachen. Da kommen wir. Ah, hier kommen wir raus. So viel zu entdecken gibt es hier. Da kommen wir raus. Ich liebe Magie. Magie hat immer so was Magisches an sich. Hallo. Und Whiskys. Ja, gehe ich jetzt mal noch nicht runter. Erstmal eins nach dem anderen. Da unten? Nein. Ja, komm. Ja. Oh, nö, oder? Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Ah, jetzt hat er es. Jetzt hat er es geschafft. Für alle Notfälle. Und natürlich. Oh, oh. Werkzeug. Bolzen. Juwelenkiste. Nehme ich doch alles. Alle. Also mir gehen hier die Sachen bestimmt nicht aus. Ist ein bisschen schnell. Dose. Hier ist nix. Habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich komme nach unten. Oh. Okay, man kann kleine Holzsachen kaputt schlagen. Aber keine weichen Kissen. Das war mir jetzt irgendwie klar. Ich hätte eigentlich gehofft, ich komme hier. Ach so, warte, war ich ja. Moment. Oh, noch Moment dabei, Vermore. Hier konnte ich ja oben nicht runter, also muss ich von hier. Muss die Schläge aber ausschalten. So, ihr. Oh, sieh nur, er ist bewaffnet. Ja, aua! Hey! What the fuck war das? Seit wann? Oh. Bin gefangen. Oh no, Momento. Ich lasse die Ratten hier nur mal alles aufessen. Hey, die Witzka ist aber gefräßig sind die. So, hier wetschen, ja, so, geht alles so in Ordnung. Hier doch. Die wollen zum Kunsthändler. Okay. Irgendwo war doch, ah genau. Was zu essen. Ich hätte es nicht gedacht, dass der mir eine Runde haut. Ratenspieße geben nicht so viel. Schade. Okay. Ich will hier raus. Aber ja, du. Hier, komm, fress den mal auf. Habt ihr was davon?